Mein Name ist Josephine Helker, ich arbeite am Deutschen Biomasseforschungszentrum als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachhaltigkeitsbewertung. Ich arbeite momentan nicht mehr mit GIS. Ich habe das in meinem Bachelor der physischen Geografie mal angewendet, auch mal beherrscht, jahrelang nicht verwendet. Und darum finde ich dieses Projekt OpenGeoEDU sehr interessant, weil ich möchte das auf jeden Fall wieder verwenden. Bisher muss ich immer Kollegen fragen, wenn ich diese Expertise brauche. Genau, viele Sachen lassen sich leicht veranschaulichen, sind dann verständlicher und deshalb ist es eine gute Sache.